Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und wir starten heute Pikmin 3. Nach einer extrem langen Zeit hat Nintendo endlich mal wieder ein Spiel rausgebracht und ich bin umso glücklicher, dass es wirklich Pikmin 3 geworden ist. Los geht's! Und wenn euch das Video gefällt, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Danke für euren Support. Wirklich eine ziemlich lange Zeit her, dass wir das letzte Mal Pikmin gespielt haben, aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Kannst kaum erwarten, mit den süßen Viechern durch den Wald zu stapfen, wer die ganzen Viecher zu killen, gigantische Bosse zu erledigen und dann natürlich die Ressourcen zurück zum Raumschiff tragen. Ich spiele mit dem Mujo Gamepad. Galactic Date 20XX. At the far reaches of space lies a planet on the brink of ruin. The planet's name? Copai. Due to a booming population, booming appetites, and a basic lack of planning, Copai's inhabitants have all but exhausted their food supply. Their only hope is to find another planet with edible matter. Accordingly, they send unmanned scout vessels called Sparrows out into space. To their dismay, the search is proving fruitless. Just as they're about to give up, the final vessel reports back with news of a miraculous discovery. They mobilize to investigate the planet, which they name PNF-404. Copai's last hope rests on three intrepid explorers. Explorer's 279,000 light-year voyage nears its end. But as they initiate the landing sequence, something goes horribly wrong. Charlie! Oh, was? Das hier ist also PNF-404. Hier spricht Charlie, bitte komm. Charlie hier. Jetzt antwortet schon. Und das gleiche Bild, was ihr gerade auf dem Bildschirm seht, habe ich natürlich auch auf meinem Wii U Gamepad. Also senden wir mal das Signal. Super. Keine Antwort. Das ist nicht gut. Captain Charlie. Hoffentlich geht's den anderen gut. Im Gegensatz zu mir sind sie den Überlebenskampf nicht gewohnt. Ich mache mich besser auf die Suche nach ihnen. Und hier sind wir auch schon mitten im Spiel. Gar kein Menü, gar nichts. Laufen direkt in der Welt rum. Oh, ich muss wirklich sagen, die Grafik, die ist wirklich extrem cool. Hätte ich echt nicht gedacht. Sieht super aus. Hier durch den Schnee stapfelt. Echt cool. Und natürlich wird Pikmin 3 nicht das einzige Nintendo-Let's Play auf meinem Kanal sein. Ich werde natürlich Super Smash Bros. Haben, was ich mit ein paar Kollegen im Multiplayer-Modus zocken werde. Mario Kart 8 und noch viel, 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 viel mehr. Was sind das für Wesen? Er hat also noch nie Pikmins gesehen. Ich muss schon sagen, die sehen ultra knuffig aus. Noch mehr davon! Da sieht man wirklich das ganze Detail von denen. Noch mehr. Oh, hier komme ich gar nicht vorbei. Die Pilze hier sind riesig.
Oh, eine ganze Gruppe von denen. Oh, bin ich etwa in ihr Revier eingedrungen? Ah, sie kommen näher. Die Pfeife wird sie verjagen. Komm zu mir. Oh nein, ich bin umzingelt. Werfen mit Arm. Oh, die Steuerung geht wirklich super leicht von der Hand. Holy shit, das Vieh bumst voll den Pilz. Werfen wir die mal auf die Pilze. Zack. Was jetzt? Entlassen. Uff. Das ist ja ein Ding. Ich kann sie mit Hilfe von ZR rufen und dann durch Drücken von A werfen. Mit B entlasse ich sie. Dann wollen wir alle zusammenrufen. Vielleicht helfen sie mir. Oh, helfen die mir. Sind die nicht cool? Ich finde das richtig, richtig toll, dass wir das endlich in HD genießen können. Weil auf der GameCube sicherlich war die Grafik damals richtig schön. Aber hier kommt so dieses richtig schöne Detail raus. Das ist schon nicht schlecht. Na, komm mal mit, ich werfe euch auf die wunderbaren Pilze und dann kommen wir doch wunderbar weiter. Oh, die kloppen da alles nieder. So ist gut. Wunderbar, kann ich nicht die Pigments da noch von oben mitnehmen? Ich meine, das wäre doch richtig toll. Ja, klar. Desto mehr, desto besser. Ich glaube, die gelben Pigments, die widerstehen sehr gut Elektrizität. Das heißt, wir können die ruhig mal in den Elektrozaun werfen, da dürfte eigentlich nichts passieren. Ich glaube, ganz da hinten war noch mehr, oder? Besser mal nachschauen. Ich möchte hier keinen übersehen. Hm, ganz gut. Gehen wir weiter. Oh, die folgen mir nicht mehr? Doch, wollte schon sagen. Okay, so entlassen wir die. Ich sollte mich hier umsehen. ZL zentriert die Kamera. Ich müsste doch theoretisch eigentlich noch weiter rauszoomen können, aber das zeigen die mir garantiert gleich auch noch. Noch mehr von ihnen. Mitnehmen. Kann ich nicht zurücklassen. Was für ein riesiger Pilz. Den kloppen wir natürlich nieder. Was ich auch richtig gut finde, ist, dass die 30 Tage komplett weggemacht haben. Und wir können jetzt die Welt so lange erkunden, wie wir möchten. Natürlich nur bis zum Abend. Oder zur Nacht. Dann kommen die ganzen Viecher raus. Weg mit den Pilzen! Reiß sie auseinander! Na, machen wir den auch noch kaputt. Boom! Boom! Ah. Zeig's dem Pilz! Oh, eine Höhle. Sie folgen mir weiter. Schön, die Kameraperspektive gefällt mir. Ah, das nenne ich mal eine Höhle. Wow, das gefällt mir nicht. Was machen wir natürlich? Außen rumgehen? Bekämpfen die. Macht mal Terror. Boah, die erledigen die gut. Schön. Oh oh. Ich glaube, was Charlie da gesehen hat, freut ihn bestimmt nicht. Alf! Tag 1. 8.46 Uhr. Aber wo ist Captain Olima? Ich lebe noch. Alf. Jeder hat so eine schöne Pfeife installiert. So, Alf.
Deine erste große Mission als Schiffsingenieur auf der Drake. Und dann sowas. Bei der Landung geht etwas schief. Wir müssen das Schiff verlassen. Hoffentlich geht es den beiden anderen gut. Was ist mit der Drake? Das, was sie da sprechen, hört sich total nach kaputtem Japanisch an. Als ob die Wörter so auseinandergerissen wurden. Aber hey. Oh, ein roter Pikmin. Was war das? Scheint so, als ob die noch nie Pikmin gesehen haben. Noch nie. Da ist wieder dieses seltsame Wesen. Und es ist nicht allein. Irgendetwas hängt an diesem Ast fest. Klar. Rufen wir die alle zusammen. So, schön schwer gemacht. Was ist das? Das ist wohl keine für uns geeignete Nahrungsquelle. Aber wenigstens scheinen sich diese Wesen darüber zu freuen, was auch immer es ist. Sie folgen mir. Hier können wir nämlich die wunderbaren Pigments reinschaffen. Und alles andere, was wir so finden. Fangen wir doch erstmal hiermit an. Hier brauchen wir drei für. Werfen wir die einfach hin. So, dann repariert mal die tolle Brücke. Ah, da ist noch einer. Muss immer mal wieder die Kamera drehen. Oh, schön, dass die die ganze Zeit die Arbeit ausführen. Das ist echt klasse. Muss nichts weiter drücken. Einfach nur den Viechern bei der Arbeit zugucken. Ich muss zugeben, die sind echt knuffig. Waren sie aber schon immer. Okay. Jetzt bin ich auf dem Wii U Gamepad und jetzt habe ich auf Fernseher umgeschaltet. Das ist ziemlich cool. Mach mal, wenn man Minus drückt. Also das geht ziemlich schnell. Hätte ich nur mehr von ihnen. Ich gucke mich immer mal wieder um, aber... Wir sind hier gerade nicht. Vielleicht da oben? Nee. Das müssten volle Blätter sein. Nicht, dass man Unkraut. Bock! Er guckt immer so ganz erstaunt. Geschafft! Brücke steht! Ei. Dann kommen wir alle wieder hin. Oh! Mein Cockpit! Damit könnte ich den Standort der Drake bestimmen. Sieh auf das Gamepad. Natürlich. Karte wird geladen. Genau das gleiche Bild, was ihr da seht, habe ich gerade auf dem Gamepad. So ein Glück, es funktioniert noch. Und das nach diesem Absturz, das nenne ich kopanische Ingenieurskunst. Kopainanische Ingenieurskunst. Oh, was für ein Wort. Ich sehe mir die Umgebung an, indem ich meinen Finger über den Komplettbildschirm führe. Okay, was ich jetzt mache, ihr seht es auch auf dem Bildschirm gerade, ich kann so wunderbar mit meinem Stylus oder Finger, wie ihr gerade möchtet, nach der Drake suchen. Und da haben wir sie auch schon. Wunderbare Raumschiff. Die anderen finden wir natürlich auch. Hier sind wir wieder. So, was ich jetzt hier auf dem Gamepad habe, ist ganz logisch. Die Karte natürlich. Und ich kann umswitchen zwischen diesen wunderbaren Compad-Dingen. Und ich kann anscheinend hier Fotos machen. Das ist ja cool. Das heißt, aber wie... Ah, okay. Sehr cool. So wie ich es jetzt gerade hier hin so rumbewege, kann ich quasi sagen. So sehe ich es auch auf dem Gamepad. Wie eine Kamera halt. Ich kann durch den ganzen Raum wirklich gucken. Ich drehe mich gerade komplett einmal rum. Hey, das sind so die kleinen Pigments. Schade, dass die nicht winken oder sowas. Aber die sehen echt wirklich super, super knuffig aus. Wie mit einer Kamera.
drehe ich das Gamepad wirklich hin und her.